So, einen schönen guten Abend. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Webinar. Mein Name ist Stefan Angioni von der DZ Bank. Wie gesagt, herzlich willkommen zum ersten Teil der DZ Bank Webinarreihe Trading für Berufstätige und vielbeschäftigte, die wir ja für diejenigen, die unserer Roadshow da waren, ja breit angekündigt haben. Es freut uns ungemein, dass wir es geschafft haben, dank Ihnen ja mittlerweile 1400 angemeldete Personen für diese Webinarreihe zu erhalten, zu bekommen. Scheint so wirklich, dass dieses Thema Trading für Berufstätige, Tätige und Vielbeschäftigte wirklich ankommt, interessiert, dass die Inhalte der Webinare irgendwo interessant sind, freut uns wirklich sehr. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Teilnehmerliste blicke, es werden sekündlich mehr. Mittlerweile kratzen wir schon an der 400er Marke für heute Abend. Ja, jetzt haben wir sie gerade, 400 Teilnehmer heute Abend da. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute Abend zur späten Stunde Zeit genommen haben. Kurz zum Ablauf für diese Webinarreihe. Wir haben es oft erzählt. Sie ist wöchentlich um Montagabend um 19 Uhr, immer um 19 Uhr, jede Woche insgesamt 30 Webinare. Heute gesagt Teil 1 mit Dr. Gregor Bauer und meiner Wenigkeit. Zu den Webinaren an sich. Sie erhalten selbstverständlich im Nachhinein, das haben wir mal gesagt, einen Aufzeichnungslink per E-Mail zugeschickt für diejenigen, die sich angemeldet haben. Insgesamt bekommen also einen Link zugeschickt. Einfach draufklicken auf diesen Link und dann können Sie sich das aufgezeichnete Video von heute Abend nochmal ansehen. Und das ist langfristig über die nächsten Monate wirklich bis auf Weiteres erstmal drin. Diesen Link können Sie praktisch dann immer wieder aufrufen. Die nächste Woche bekommen Sie dann einen neuen Link für das neue Video dann. Vorab erwähnt, ein Download des Videos ist nicht möglich und Unterlagen können wir Ihnen leider auch nicht aushändigen, aber das Video steht ja zur Verfügung. Wie gesagt, das können Sie in den nächsten Wochen, können Sie sich das ansehen. Falls Sie interessiert, heute ist ja technische Analyse das Thema, die nächsten zwei Webinare übrigens auch. Falls Sie interessiert, was an den jeweiligen Tagen welches Webinarthema stattfinden wird, Thema sein wird, gehen wir vielleicht mal zusammen ins Internet auf die Seite von Kurs Plus. Das ist nämlich ziemlich einfach zu sehen. Ich will es nur mal ganz kurz mit Ihnen zusammen durchgehen auf die Seite von kursplus.de. Praktisch unser Organisator, wo Sie sich angemeldet haben. Scrollen Sie hier runter auf die aktuelle Webinarreihe, um die es geht. Klicken hier einmal drauf, ist kurz beschrieben und hier ist die Agenda. Hier können Sie sich den Inhalt nochmal anschauen, hier über ein PDF. Sehen Sie, dass heute eben das Thema technische Analyse ist mit Dr. Gregor Bauer. Am 3.6. auch mit Herrn Bauer und am 11. auch etc. Und da können Sie dann praktisch durchscrollen, ist sehr einfach gehalten. Bis zum Ende des Jahres. Die einzelnen Themen können sich dann darüber dementsprechend ansehen. Gut, so viel zu dem Thema. Bevor ich es vergesse, war die Frage auch eben gerade, sehe ich schon, kommt. Wann kommt der Aufzeichnungslink? Der wird dieser Webinarreihe heute, der wird am Ende dieser Woche verschickt, dieser Link. Donnerstag, Freitag bekommen Sie also diesen Link, wo Sie draufklicken können. Da können Sie sich das aufgezeichnete Webinar von heute nochmal ansehen. So viel zum Organisatorischen. Hier nochmal vielleicht die rechtlichen Hinweise. Sie kennen das von uns, die müssen wir immer wieder erwähnen, dass es sich hier bei dem Webinar um keine Anlageberatung handelt und wir Ihnen keine Empfehlungen geben können über den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Ja, jetzt wollen wir auch schon starten. Genug des Drumherumgeredes. Jetzt wollen wir starten. Ich freue mich sehr auf Dr. Gregor Bauer zum heutigen Thema technische Analyse. Viel Spaß Ihnen allen. Ja, danke Stefano.
So, dann fangen wir auch gleich an. Ich hoffe, Sie können jetzt meine Folie sehen. Ich muss mal gucken. Kann vielleicht jemand reinschreiben kurz? Ja, super. Und Ton ist hoffentlich auch gut. Wunderbar. So. Jetzt hätte ich noch die Pfeiloptionen. Das dauert jetzt ein bisschen. Das muss man, kann man eben erst machen, wenn man Moderator ist. So, fein. Herzlich willkommen alle zum Einstieg in unsere Webinarreihe. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich da sind, meine Kollegen und ich. Und ich habe die Ehre anzufangen, nämlich mit dem ersten Webinar Handelsstrategien mit klassischen Chartmustern. Worum geht's? Sie, Stefano Angiotti hat es gesagt, Sie können die Präsentation im Video sehen. Einige kennen mich vielleicht auch nur ganz kurz. Mein Name ist Gregor Bauer. Ich selber bin Portfolio Manager, also Anlageberatung für Kunden, kleinere Firmen und Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Technikanalysten Deutschlands, Mitglied im Weltverband der Technischen Analysten, Dozent für Analyse, Technologie und Portfolio Management verschiedenen Hochschulen. Und wenn Sie mal von der ZEW was gehört haben, dann meine unmaßgebliche Meinung, tue ich da auch kund, wo so die Wirtschaft hingeht. Aber darum geht es gar nicht. Es geht heute um technische Analyse und zwar zunächst mal, wie Sie als Vielbeschäftigte, als Berufstätige, wie ich es ja auch bin. Ich bin ja auch kein Intraday-Trader. Also wie können wir mit Hilfe der technischen Analyse Handelssignale generieren? Unterstützung Widerstandszonen handeln, dann gebe ich Ihnen mal einige spannende Auswertungen an die Hand, zeige Ihnen einige klassische Chartformationen und daraus resultierende hochprofitable Trading-Techniken. Ich nehme es gleich vorweg. Meine drei Webinare bauen aufeinander auf. Das heißt, wir werden nächste Woche uns mit Kerzen beschäftigen. Ich werde das heute ein bisschen anteasen und dann die klassischen Formationen mit den Kerzenformationen verbinden. Worum geht es bei der technischen Analyse? In der Stunde, die ich zur Verfügung habe, kann ich keinen Grundsatz technische Analysekurs halten. Aber was ist wichtig für uns? Also mit uns meine ich jetzt wirklich die von uns, die nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen können, weil sie eben noch was anderes zu tun haben. Wir müssen uns konzentrieren auf Bestimmung der aktuellen Marktstruktur, uns positionieren und zwar im übergeordneten Zeitraum. Das heißt, wir gucken nicht auf 5-Minuten-Charts, wir gucken auf Tagescharts. Übergeordnet vielleicht auf Wochen- und sogar Monatscharts. Wir werden uns nachher in einem Chartprogramm gleich mal anschauen. Wir gucken also nach den nachhaltigen Trends. Wir gucken nach den nachhaltigen Bewertungsänderungen. Also wann ändert sich ein Trend? Aufwärts, seitwärts, Abwärtstrend. Und wir bestimmen dieses Trendverhalten mit ganz einfachen Mitteln. Damit fangen wir mal an. Jetzt werden Sie sagen, das ist doch alles Pillepalle. Aber ich kann Ihnen sagen, ich selber, was ich Ihnen zeige, ist das, wonach ich selber handle. Ich bin ein Fan von klassischen Formationen in Verbindung mit Kerzenformationen. Ich persönlich gucke gar nicht so viel auf Indikatoren. Ich labere den Chart nicht voll mit 10 Trendfolgern und 3 Oszillatoren und noch hier und da. Das verwirrt mich eher. Ich bin eher der Typ, der das visuell sehen will, der den Markt so ein bisschen lesen möchte. Da werde ich Ihnen zu dem Thema am Ende noch ein paar Literaturempfehlungen geben, die Ihnen sehr schön dann zeigen, wie man das, was man im Chart sieht, auch interpretieren kann. Stichpunkt Markttechnik. Wir wollen Signale sehen. In meinem Webinar geht es darum, dass ich Ihnen ein paar Handelsansätze zeige mit ganz konkreten Signalen, die Sie quasi ab morgen schon praktisch nachhandeln können. Und zwar Signale, die wir uns erstmal auf Tagesebene anschauen. Das bedeutet, Sie haben ein Signal, gucken abends nach der Arbeit drauf im Tagesschart und setzen das am nächsten Tag dann entsprechend um mit dem Instrument Ihrer Wahl. Da sind Sie ja völlig frei. Das können Hebelzertifikate sein, was auch immer. Indexzertifikate, völlig egal. Die technische Analyse ist ja unabhängig von dem Instrument, wie es umgesetzt wird. Ganz kurz mal, für die, ich weiß, wir haben einige sehr Fortgeschrittene, einige, die vielleicht eher Einsteiger sind. Was meine ich mit Unterstützung Widerstand? So ganz Basics. Worauf ich zuallererst gucke, ist die übergeordnete Zeitebene. Ich habe das einfach mal in dem Ausschnitt gemacht. Das ist der DAX hier. Bis 21.05. Wir gucken uns gleich nachher nochmal an, wie er heute steht.
Was möchte ich sehen? Jetzt kann man sagen, diese paar Linien hier, die hier eingezeichnet sind, die kann jeder einzeichnen. Es geht nicht um die Linien. Ja, nicht jeder, der einen geraden Strich zeichnen kann, ist ein Charttechniker. Es geht darum, dass man versteht, was sagen denn diese Strukturzonen. Für Sie wichtig ist, Marktstrukturzonen zu definieren, an denen der Markt seine Bewertung geändert hat. Das ist wichtig. Wir haben keine Chance, uns gegen den Markt zu stellen. Und der Markt, das sind nicht wir, auch in Summe nicht. Dafür sind wir alle zusammengenommen zu klein. Nein, das sind die großen institutionellen Investoren, das sind Pensionskassen, große Hedgefonds, reichere Privatinvestoren wegen mir, aber in der Regel nicht Leute wie ich und oder Sie, nehme ich mal an, es sei denn, Sie haben vielleicht ein paar hundert Millionen wie ein Fondsmanager, die Sie investieren können. Eine Marktstruktur ist das hier. Der Kurs fällt, der Kurs geht seitlich und der Kurs steigt wieder. Das ist zunächst mal trivial. Was passiert denn hier? Wenn Sie das lesen können, sehen Sie Folgendes. Im Bereich, im DAX sind wir hier, und das ging damals eben auch durch die Presse, um 7.550 bis 7.600 Punkte, hat sich eben diese Unterstützung ausgebildet. Das bedeutet, größere Kaufaufträge sind immer, wenn der DAX in diese Zone gefallen ist, in den Markt reingekommen. Wir wissen jetzt nicht im Einzelnen, woher die kamen, wer gekauft hat. Das spielt aber auch gar keine Rolle. Das können tradingorientierte Hedgefonds sein. Das können Pensionsfonds sein, die nochmal Aktien aufbauen wollten. Das spielt gar keine Rolle. Wie komme ich auf diese zwei Linien? Nur zuerst, ich mache es immer so, das ist meine persönliche Methode. Ich gucke immer, was ist der tiefste gehandelte Kurs, markiere mir den, das war der. Also die Ende der Abwärtsbewegung ist das hier. Dann schaue ich mir das ein paar Tage an und gucke dann, wo finde ich eine zweite Linie, diese hier, die liegt etwas im Auge des Betrachters, die mir diese Umkehr, die wir hier ja sehen können, möglichst gut beschreibt. Ich halte nichts davon, eine Linie einzuzeichnen wegen mir hier und sagen, das ist jetzt die Unterstützungslinie. Da prallt der Kurs jetzt immer ab. Das ist Quatsch. So genau kann man es nicht sagen. Aber was man sagen kann, das sehen Sie jetzt hoffentlich, das sehen Sie jetzt alle hier. Reingekommen, raus, angestoßen, hoch, runtergeprügelt, hoch, runtergeprügelt, hoch, runtergeprügelt, hoch und Abprall. Das bedeutet, ganz offensichtlich ist in dem Bereich hier massiv Kaufdruck in den Markt gekommen. Hier war die Stimmung noch bärig. Hier haben spekulative, ich nehme an, das waren Spekulanten, man weiß es nicht so genau, aber man haut gerne, wenn man hier rein ist mit hohem Hebel, haut man gerne hier mal wieder drauf. Aber irgendwann hat sich die bullische Stimmung durchgesetzt und der Markt ist erstmal nach oben gegangen. Selbe Spielchen wiederholt sich dann hier und das nennen wir Widerstand. Hier offensichtlich waren die Anleger nicht mehr bereit. Hier ging es ans All-Time-High, sehen Sie vielleicht, das war im März. Ne? Man war nicht mehr bereit, hier noch zu kaufen. Krach, fiel wieder runter. Was ist jetzt die Conclusion daraus? Nun, ganz einfach. Das, was wir hier gezeichnet haben, das ist ja heute noch gültig. Das kann man ja nicht ad acta legen. Was Sie hier sehen, ist, sind Strukturzonen, die halte ich genau im Auge und die habe ich in jedem Chart drin. Und die will ich auch immer sehen, um mir Orientierung zu verschaffen. Fangen wir hier unten an. Was ist hier passiert? Ja, Sie erinnern sich vielleicht. Die Welt bricht zusammengebrochen. Diese Unterstützung wurde kurzzeitig durchbrochen. Alles sah ganz bärisch aus, ja. Und der Markt hat hier wieder kurzfristig gedreht. Was bedeutet das für uns? Am Ende des Tages sehen wir, aha, der Kurs ist unter die Unterstützung und können jetzt zwei Dinge tun. Wir können entweder sagen, okay, ich versuche mal einen Short, wenn wir noch nicht drin sind, oder aber wir können sagen, ich bin in der Long-Position, vielleicht irgendwo hier reingekommen, noch im Gewinn, und gehe vorsichtshalber mal raus. Weil was jetzt passiert, weiß ich noch nicht. Jetzt werden Sie sagen, naja, wenn wir hier rausgegangen wären, wären wir ja falsch erwischt worden. Ja, genau. Das Problem ist hier, dass wir natürlich nicht wissen können, was passiert. Aber, und das ist das, was ich immer wieder versuche, jedem, der handelt, klarzumachen, was wir in der Charttechnik tun können, ist,
dass wir Chance-Risiken bestimmen können. Und wenn wir eben sehen, dass so eine Unterstützungszone durchbrochen wird, in dem Bereich, vielleicht sind Sie hier gerade short gegangen, dann ist das vom Chance-Risiko-Profil her kein schlechter Handelsansatz gewesen. Jetzt sagen Sie, na gut, der hat ja gerade gedreht, dann sage ich Ihnen ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Da es völlig unmöglich ist, kein Mensch der Welt wird immer nur Gewinne machen. Das geht im Handel nicht, das wissen Sie alle. Also müssen wir sehen, wenn wir in diesem sehr schönen Beispiel mal auf dem falschen Fuß erwischt werden, wo ist unser Stopp? Unser Stopp ist dann immer da, wo wir das entgegengesetzte Signal bekommen. Mit anderen Worten, nehmen wir an, ich hätte hier einen Short eröffnet, also Short-Position heißt, ich setze auf fallende Kurse. Das kann vom Instrument her, kann das ein Put-Optionsschein sein, was auch immer. Kann ein Zertifikat sein, ein Bär-Zertifikat, darum geht es jetzt nicht. Ne? Ich sage jetzt nur ganz einfach mal Short, um den Überbegriff zu verwenden. Ich meine damit, ich setze auf fallende Kurse. Der Abprall hier oben über diese Unterstützung zeigt mir, dass wieder Dynamik Kaufkraft in den Markt kommt. Das heißt, ich schließe hier mit diesem Signal spätestens meine Position, die ich dann mit einem geringen Verlust schließe. Das ist das Risikomanagement. Jetzt, wenn Sie sagen, der ist ja völlig blöde, wieso fängt der an, mir mit Verlusttrades zu kommen? Das mache ich gerne absichtlich am Anfang. Warum? Um Sie zu sensibilisieren, dass Sie hier eben für uns, und wir bezeichnen uns als Referenten alle als, sagen wir mal, Profis in Anführungsstrichen, aber um Ihnen zu zeigen, dass Sie hier kein Gurutum erwarten, dass wir nicht sagen, Sie werden jetzt Millionäre, wenn Sie hier eine Stunde lang Webinar hören. Nein, was Sie wissen müssen als interessierte Hobbytrader, der tagsüber noch einen Beruf hat, ist, dass Sie eben nicht irgendwann auf den Chart schauen und Sie sind hier short gegangen, der Kurs ist hier oben. Sondern es ist wichtig, dass Sie in der Marktstruktur sehen, wo sind die besten Aufstiegsmöglichkeiten. Also das wäre hier bei diesem Long-Signal. Was sehen wir also hier? Unterstützung wird durchbrochen, wird zurückerobert, Long-Signal. Jetzt gehen wir mal weiter. Nächster Schritt. Diese Zone habe ich gezeichnet für diese, also der höchste Kurs und hier etwas im Auge des Betrachters liegend, also da, wo möglichst diese Linie möglichst gut abbildet, Abprall, Abprall, hier rein, nach unten. Vielleicht könnte man es auch hier hinlegen, das kommt jetzt auf den Punkt genau, kann man das nicht sagen. Aber was Sie hier sehen, ist der Durchbruch, der auch durch die Medien ging, Anfang Mai. Hier ging es nach oben, wieder Kaufsignal. Und hier sind Sie jetzt gut dabei, mit anderen Worten. Den Verlust haben wir vielleicht eingesteckt, weil wir auf fallende Kurse gesetzt haben, die nicht kamen. Aber den Gewinn, den haben wir dann auch eingesteckt. Und der ist ja immer noch am Laufen. Heute sind die Kurse ja wieder etwas hoch. Das ist das, was ich damit ausdrücken möchte. Ganz wichtig, daher von Anfang an, dasselbe Prinzip kommt jetzt immer wieder und so wichtig, wir steigen ein und wir setzen uns eine Stoppmarke, wo wir im Falle, dass es schief geht, wieder rausgehen. Das ist die wichtigste Lehre. Wir werden noch viele Webinare hören im Laufe des Jahres über Tradingpsychologie vom Dr. Hermann Schriek und er wird auch Ihnen das genau sagen. Riskieren Sie nicht zu viel und Sie müssen genau wissen, wo Ihre Risikoschwelle liegt. In diesem Beispiel irgendwo hier. Umgekehrt, und das ist ein sehr lehrreiches Beispiel, deshalb nehmen wir an, Sie sind hier drin. Und der Kurs fällt Ihnen wieder entgegen. Wo gehen Sie raus? Selbes Prinzip. Meine Taktik ist dann, spätestens, wenn der Kurs hier wieder unter diese Unterstützung, die es hier dann ist, zurückgefallen ist. Es kann ja das, was hier passiert ist, hier oben hätte ja theoretisch auch passieren können. Hoch, runter, dann hier wieder raus. Wenn Sie das vorher wissen und den Chart anschauen, dann können Sie ganz beruhigt sein. Sie wissen, aha, hier ist mein Stopp, hier gehe ich raus. Wir werden auch Webinare zum Risikomanagement hören, wo Sie dann beim Ausrechnen können, je nachdem, was für einen Hebel Sie haben, wie viel Sie dann maximal verloren hätten und dadurch Ihre Positionsgröße bestimmen. Hier kommen ein paar Fragen rein. Die kommen im Sekundentakt. Ich kann gar nicht alle gleichzeitig beantworten. Ich gucke mal zusammenzufassend die Fragen. Hier wird eine gute Frage gestellt.
Tageskerzen die Tagesschlusskurse nehmen und damit eine Tageskerzen-Entscheidungsgrundlage abwarten. Gibt zwei Möglichkeiten. In der Regel, wenn Sie einsteigen, können Sie Folgendes machen. Das ist weder gut noch schlecht. Sie können ja zum Beispiel, die Situation wäre folgende, das wäre heute, hier, und Sie wissen nicht, was morgen passiert. Sie wissen also nicht, dass der Kurs hier morgen drüber schießt. Sie können jetzt sagen, ich bin nicht intraday unterwegs, ich warte auf den Schlusskurs, hier. Wenn der Schlusskurs dann morgen hier über der Ausbruchszone liegt, gehe ich übermorgen in den Markt. Sie können die Order vielleicht absetzen, bevor Sie zur Arbeit fahren, morgens früh. Oder eben, wenn Sie während der Arbeit Zeit haben, Broker haben ja auch Apps, Sie haben vielleicht eine App entsprechend, dann können Sie den Order platzieren. Der Vorteil der Methode, auf den Tagesschlusskurs zu warten, ist, dass Sie intraday nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden, weil es kommt ja häufiger vor, Kurs schießt nach oben, intraday, aber schließt wieder hier unten. Ja? Nächste Woche werden wir uns das anschauen. Tageskerzen, wir könnten vielleicht einen Shootingstar kriegen. Ich einfach mal einen Namen vorweg. Das hätten Sie damit gefiltert. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, wenn Sie intraday reingegangen wären, hier schon, hätten Sie ein bisschen mehr gewonnen. Da man das vorher nicht wissen kann, ist die sicherere Methode, dass man sagt, okay, ich warte auf den Tagesschluss. Also wegen mir heute zum Tag, komm heute Abend nach Hause. Und platziere dann morgen oder heute Abend meine Order, mit welchem Instrument oder welchem Broker dann auch immer. Ich gucke nur ganz, wenn ich gerade still bin, dann gucke ich gerade auf die unendlich vielen Fragen hier und versuche so ein bisschen. Ja, eine gute Frage ist hier, die gestellt wird. Wie finde ich entsprechende Werte? Entsprechende Werte heißt, ich handle auch nicht immer nur den DAX. Ich bin aber auch niemand, der jetzt 100 von Aktien screent. Also einen guten Tipp von mir. Wenn Sie sich ein Universum zurechtlegen, beispielsweise Sie sagen, ich möchte die Aktien des DAX handeln, weil ich Aktienhändler bin, oder ich möchte nur Indizes handeln oder wegen mir DAX und ein paar Indizes und vielleicht noch ein, zwei Rohstoffe, dann langt das vollkommen aus. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, dass Sie heute Schweinebäuche handeln, morgen den Euro-Dollar oder wegen mir Euro-Dollar gleichzeitig mir mit Kupfer und Zink und hier und da. Man kommt dann eher in, ja, sagen wir mal, es verwirrt einen eher. Das ist meine Meinung. Ich bin niemand, der also jetzt sich da 100 andere, also wegen mir den Nasdaq screen, ne, den Russell 2000 oder 2000 Aktien screent und mal hier OTC und Pink Sheets in USA handeln muss und dann morgen wieder in DAX-Aktie. Sie werden immer Handelsmöglichkeiten finden, auch mit größeren Werten. Es sei denn, Sie haben sich natürlich spezialisiert auf Nebenwerte, das ist auch gut, aber der Tipp heißt, bleiben Sie bei einem Anlageuniversum und das sollte möglichst eben nicht ein paar hundert Aktien enthalten. Sie werden immer gute Tradmöglichkeiten finden. Mir hilft das. Also ich persönlich gibt Märkte, die ich gar nicht handle. Das sind zum Beispiel eben bestimmte Arten von Commodities, hat man Schweinebäuche genannt, die handle ich auch nicht. Was in der Richtung. Selbst wenn man mal sagt, na gut, ist mir nicht gut gelaufen. Ja, aber wie gesagt, man verzettelt sich da eher. Hier wird nach den Kerzen gefragt. Ich nehme das ganz kurz vorweg. Ich zeige die Kerzendarstellung. Das bedeutet, was Sie hier sehen, ist ein Tag, wenn die Kerze, die sogenannte Kerze weiß ist, ein steigender Tag. Wenn die Kerze schwarz ist, ein fallender Tag. Auf die Kerzen en Detail werde ich nächste Woche eingehen. Ja? Also weiß steigend, schwarz fallend. Machen wir nochmal kurz weiter, weil ich sehe schon, es kommen so viele Fragen hier rein. Dann könnten wir jetzt eine Stunde noch an einer Folie bleiben. Ich versuche die immer nochmal zu integrieren. Gute Frage, ja, kann ich mir das anzeigen lassen? Software zum Beispiel, ich zeige Ihnen nachher nochmal die Software der Eniteo. Auf der Seite www.eniteo.de, da haben Sie zum Beispiel eine Chart-Software, die Sie verwenden können. Das ist übrigens von der Eniteo-Seite mal so ein Screenshot. Nun kommen wir am Ende nochmal drauf. Ich mache jetzt mal weiter und versuche, wie gesagt, nachher noch auf die Fragen nochmal einzugehen.
Volumen. Wir gucken kurz auf Volumen. Ganz kurz dazu. Wenn wir Ausbrüche haben, Unterstützung, Widerständen, so wie hier, schauen Sie auf das Volumen. Generell gilt, bei hohem Volumen ist die Gefahr eines Rücksetzers geringer als bei niedrigen. Das ist zum Beispiel so ein Rücksetzer. Ausbruch, zurückgesetzt. Ja? Ausbruch, nicht zurückgesetzt. Schauen Sie also generell auf das Volumen. Es gilt, es wird sehr häufig vorkommen, dass wir einen Ausbruch haben, vielleicht einen kurzen Rücksetzer und dann noch einen Abprall. Dann ist es immer gut, hohes Volumen beim Ausbruch, geringes Volumen beim Rücksetzer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ich sage nicht Garantie, Wahrscheinlichkeit höher, dass der Kurs danach hier an dieser Unterstützung, wie es denn dann ist, nach oben abprallt. Schwierig ist immer, niedriges Volumen und dann kommt der Rücksetzer bei hohem Volumen. Da ist immer Gefahr im Verzug, wenn also hier mehr draufhauen, als sie gekauft haben, das könnte dann kritisch werden. Ausbruchslücken generell gut. Ich fasse Ihnen jetzt nochmal einige kurze Aussagen zusammen. Ausbruchslücken bringen höhere Gewinne. Statistisch betrachtet, ich habe Ihnen hier nochmal die Quelle angegeben, Literaturquelle. Wenn Sie also einen Ausbruch in einem Gap haben, ist es generell gut, zeigt Dynamik. Des Weiteren, wir kommen auf Formationen, nur vorweggenommen, wenn Sie große Formationen haben, Dreiecke, was auch immer, die lange zur Ausbildung brauchen, erwarten Sie, dass nach dem Ausbruch die Performance auch besser ist. So, gucken wir uns mal die Sachen an. Ein kurz zurück. Ich zeige Ihnen mal ganz wenige, weil es gibt Dutzende von klassischen Chartformationen, die alle durchzugehen, erlaubt die Zeit nicht, aber beispielhaft die Formationen, die ich mit am liebsten handeln will, so ein Dreieck hier. Ich kann sagen, es sind blöde zwei Striche, was soll das? Aber was sagt denn das aus? Das nennt sich steigendes Dreieck. Das ist selbsterklärend, weil es eben die Form eines Dreiecks hat, das hier unten ansteigt. Der Kurs kommt in der Regel von hier unten und ist eine Konsolidierungsformation. Allerdings, stimmt das auch, ist die Frage. Antwort ja. Zu etwa 70% bricht das Dreieck nach oben aus. Das bedeutet, Sie sehen den Anstieg, Dreieck bildet sich. Sie gehen davon aus, dass Sie in den allermeisten Fällen tatsächlich eine Fortsetzung des Trends erleben werden, nämlich hier den Ausbruch nach oben. Was hilft uns das? Nun, ganz einfach. In diesem Falle könnten wir zum Beispiel entscheiden, dass wir sagen, wir positionieren uns hier im Markt, vielleicht auch schon intraday, wir legen einfach eine Order rein. Eine Stop-Buy-Order. Bedeutet, wir legen hier einen Kaufpreis rein, paar Punkte über dem Ausbruchsniveau, und lassen uns dann mitnehmen, intraday schon. Können also sagen, wir verzichten auf die zusätzliche Sicherheit, dass wir gesagt haben, wir warten auf den Tagesschlusskurs, sondern sagen, wir riskieren es hier einfach mal, uns hier reinzustellen und werden dann auch innerhalb des Tages gefüllt. Setzen unseren Stopp entsprechend mit dem hohen Hebel unter den Ausbruch. So, also ist jetzt nur ein Strich, Sie erinnern sich an diese Zone, die ich eben gezeichnet hatte. Hier drin, spätestens hier unten würde ich den Stopp setzen. Auch hier haben Sie wieder in verschiedenen Ordermasken die Möglichkeit, eben OCO-Orders einzustellen. Auch das gehört zum Trading dazu, sich mit den Ordertypen zu beschäftigen. Sie werden hier reingestoppt, haben vielleicht hier noch eine Order stehen, die wird rausgeschmissen, one cancels other, aber können auch hier noch Ihren Stopp einbauen. Das heißt, Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Sie eben entsprechend ungesichert im Markt sind. Hier kommt eine sehr gute Frage. Auf dem fallenden Dreieck, da komme ich gleich zu. Die Frage ist, zwischen steigendem und fallendem Dreieck, was passiert? Ich hatte gesagt, der Kurs kommt von unten. Was würde jetzt hier passieren, wenn der Kurs von oben kommt, statistisch betrachtet? Das passiert auch. Und jetzt kommt es. Bukowski konnte zeigen, dass selbst in diesem Falle, der Kurs kommt also von hier oben, konsolidiert und bricht nach oben wieder aus in 70% der Fälle. Das steigende Dreieck wirkt also auch als untere Umkehr. Das ist in der Literatur kaum beschrieben. Für uns wieder ein guter Hinweis, wenn wir sowas sehen hier, richten wir uns auf eine Bodenbildung ein mit anschließendem Ausbruch nach oben. Statistisch sind wir da auf der sichereren Seite, als wäre von einer Fortsetzung nach unten ausgehen. Ganz kurz zu diesen
Zahlen hier. Ich will da nicht im Einzelnen drauf eingehen, die sind auch nicht so wichtig. Eher gedacht für die, die sich das Webinar nochmal anschauen möchten und vielleicht dann Bild für Bild nochmal durchgehen, sich auf die Zahlen nochmal konzentrieren. Diese Kursanstiege bedeuten nur, idealsterweise vom Ausbruch bis zu einem markanten Hoch, das genau dann definiert wurde, wann ist ein markantes Hoch. Und da wurde geguckt, hier zwischen hier, das ist der durchschnittliche Anstieg. Das ist nicht die Performance, die Sie immer erwarten können. Ja, das sage ich ganz eindeutig dazu. Nicht, dass Sie denken, jedes Mal machen Sie 30% Gewinn. Das ist mehr im Vergleich einzelner Formationen zu sehen. Die Sache ist aber ganz interessant. Nur 7% beim Ausbruch nach oben, beziehungsweise 16% beim Ausbruch nach unten, haben eine Performance von kleiner 5% gemacht. Das heißt, wenn Sie so ein schön ausgebildetes Dreieck haben, und das dauert oft Wochen, ja, diese Striche hier sind dann Tageskerzen, hier schematisch nur dargestellt, dann dauert das ein paar Wochen. Aber wenn es ausbricht, dann erwarten Sie wirklich einen schönen Ausbruch, dann müssen Sie dabei sein. 40 bis 50 ganz grob, erwarten Sie einen Rücksetzer. Auch das ist jetzt wichtig, das darf Sie nicht erschrecken. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das gehört alles dazu. Der Kurs kann ausbrechen, kann zurücksetzen und dann erst in die richtige Richtung gehen. Geraten Sie nicht in Panik, wenn Sie hier reingehen. Der Kurs kommt kurz zurück oder auch ein paar Tage zurück. Die Chance, dass er nach oben weitergeht, ist bei diesem Dreieck sehr hoch. Deshalb handle ich gerne Formationen, weil ich eine Information habe, wie sich so eine Formation statistisch betrachtet verhalten kann. Das gibt mir so ein bisschen Idee, wie ich mich am besten positioniere. Fallendes Dreieck, vice versa. Hier haben wir ein fallendes Dreieck. Das bedeutet, der Kurs kommt von oben, Konsolidierung bricht nach unten aus. Hier bricht das Dreieck etwas mehr über statistische Mittel nach unten aus, nicht so schön wie ein steigendes. Erklärungen weiß ich nicht, Bulkowski hat auch keine gegeben, reine Statistik jetzt. Ist aber gar nicht so wichtig. Was sehen wir hier? Wir sehen eben eine massive Bodenbildung, wir sehen bärisches Sentiment, es wird bei immer höheren, tieferen Kursen verkauft, ja, und irgendwann sind die Käufer hier sozusagen auf die bärische Seite gewechselt und der Kurs bricht nach unten durch. Daher sind diese Dreiecke, ob steigend oder fallend, auch so interessant. Hier das Gegenteil. Bullig, Kaufdruck kommt zu immer höheren Kursen. Die Marktteilnehmer kaufen zu immer höheren Kursen. Hier wird nochmal draufgehauen, vielleicht eine große Adresse, die nochmal eine große Position abbauen muss. Was auch immer, vielleicht Intervention in der Zentralbank, wenn wir jetzt im Währungsmarkt wären. Völlig egal. Die Frage ist, das Sentiment wird hier bullischer. Irgendwann fliegt der Deckel weg, das Sentiment wird hier bärischer, irgendwann fliegt der Boden weg. So positionieren wir uns und wenn wir das mit Tagescharts machen, am Ende des Tages haben wir immer den Überblick, wo sind wir gerade im Markt und wie können wir uns für den nächsten Park gewinnbringend positionieren. Das gleichmäßige Dreieck gibt keine bevorzugte Information, hier sehen Sie keinen Boden, keinen Deckel, da kann man würfeln. Das hat also keine statistisch bevorzugte Ausbruchsrichtung. Ich habe es erwähnt, weil es eben auch häufiger zu sehen ist. Hier nochmal Frage nach dem Kopf-Schulter-Formation. Wie gesagt, wem das zu schnell geht, die Kürze der Zeit erlaubt es nicht, jetzt jede Formation nochmal ganz ausführlich durchzugehen. Da habe ich noch Literaturtipps am Ende des Webinars. Hier geht es mir mehr darum, Ihnen so aus der Praxis was zu zeigen, wie man es anwenden kann, als wenn ich Ihnen jetzt hier irgendwelche Definitionen eine Stunde lang vorlese. Das können Sie in Büchern viel besser und in aller Ruhe selber lesen dann noch. Daher die Kopf-Schulter-Formation, wie Sie wissen, die Fortgeschrittenen hat noch ein bestimmtes Volumen, das es erfüllen sollte. In der Regel ist das sehr schwierig. 100% ideal findet man sie nie. Was ich Ihnen aber hierzu zeigen will, ist einfach mal Folgendes. Kopf-Schulter heißt linke Schulter, Kopf-rechte Schulter. Also Trend kommt von hier, korrigiert. Trend geht weiter, bildet ein neues Hoch, korrigiert wieder. Hier ist noch alles okay. Das erste Anzeichen dafür, dass mit dem Trend was nicht stimmt, ist die rechte Schulter. Weil die rechte Schulter kein neues Hoch mehr bildet. Hier wird es kritisch. Okay? Ist trotzdem äußerst effizient. Die Nackenlinie
Das ist das, worauf Sie klassischerweise achten sollen. Also die Verbindung der beiden Tiefpunkte hier bildet dann Ihr Short-Einstiegssignal. Also wenn der Kurs hier drunter fällt, setzen Sie auf fallende Kurse. Und zwar gilt jetzt immer, was ich vorhin gesagt habe, es liegt ein bisschen in Ihrer Trading-Taktik, ob Sie jetzt darauf warten, dass der Tageskurs hier unten schließt oder sich Intraday einstoppen lassen. Werde ich auch immer gefragt. Ich muss leider die Antwort geben, das ist mal so, Sie können sich leicht feststellen. Wenn der Kurs richtig mit einer langen Kerze hier runterschießt, dann wären Sie froh gewesen, Sie wären hier schon drin. Wenn er nur kurz drunter nickt und wieder nach oben geht, dann sind Sie froh, Sie sind nicht drin. Ja? Wenn es so einfach wäre, es gibt da keine Aussage, die sagt, Sie sind immer mit der oder der Methode besser. Generell folgender Tipp. Am Anfang macht es durchaus Sinn, auf die Tagesschlusskurse zu warten und dann zu sagen, ich möchte sehen, bleiben wir bei dem Beispiel, der Kurs macht hier heute zu und der nächste Tag macht irgendwo hier auf. Dann würde ich Ihnen empfehlen, warten Sie, bis der morgige Tag das Tief des heutigen Tages unterboten hat nochmal. Okay, weil dann haben Sie eine Bestätigung der Abwärtsbewegung. Trainingorientierte Teilnehmer werden da Intraday vielleicht schon short gehen. Müssen Sie nicht. Warten Sie auf den Schlusskurs. Heute. Punkt. Positionieren Sie sich. Kann ja sein, der Schlusskurs ist hier, das Tief ist hier. Unterhalb des Tiefs des heutigen Tages. Das können Sie in die Ordermaske eingeben. Gehen zur Arbeit und schauen dann, ob Sie eingestoppt werden. Wenn der Kurs nämlich hier tief schließt, am nächsten Tag aber gleich wieder dreht, werden Sie nicht short eingestoppt und haben eben einen Fehltrade vermieden. Das ist die etwas ruhigere Variante, wobei Ihnen klar sein muss, dass wenn der Kurs hier weiter runterfällt, Sie eben auch ein bisschen was an Performance verschenken, wenn es gut geht. Generell im Portfolio-Management, wie überall gilt, die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht und Gewinngarantien gibt es leider auch nicht. Daher meine ausführliche Eingangsrede. Achten Sie eben, dass Sie Ihre Stops entsprechend positionieren. Das Volumen hier bei der Kopf-Schulter-Formation ist sehr wichtig, wird gerade gefragt. Es gibt da genaue Idealdefinitionen, wie das Volumen sein soll. Allerdings halten Sie sich nicht sklavisch dran. So in dem Idealfall werden Sie das selten sehen. Das ist natürlich immer sehr schön, wenn das Volumen hier zum Beispiel klein ist. Sie wollen ja short gehen. Volumenanstieg klein, Volumen beim Rückgang groß. Das ist ja wie so ein Pullback hier. Also Anstieg klein, Volumen hier groß und hier beim Durchbruch nochmal groß. Das gibt Ihnen ein gutes Chance-Risiko-Profil. So kann das Volumen hier unterstützen. Eine gute Performance, die Zahlen schenke ich mir mal jetzt hier. Haben jetzt keine weitere Info, alles was wichtig ist, habe ich gesagt. Für die, die es nochmal nachschauen wollen, können sich noch ein bisschen an den Zahlen hier gütlich tun. Auch hier ist wichtig, ich gehe da nochmal zurück, ich hatte immer gesagt, erwarten Sie immer einen Rücksetzer. In 50% der Fälle wird auch das passieren, runter, Rücksetzer, runter. Dazu habe ich auch hier noch eine wunderbare Trading-Taktik. Diese Taktik, die ich Ihnen hier zeige, basiert genau auf dem, was ich eben gesagt habe, Pullbacks, Rücksetzer bei Ausbrüchen. Und da habe ich Ihnen was mitgebracht, was Sie sich mal anschauen sollten, was Sie in Ihr Trading integrieren könnten. Nehmen wir an, wir haben so ein fallendes Dreieck, das bricht nach unten aus. Gut, Sie sind hier vielleicht irgendwo short gegangen, haben hier einen Stopp gesetzt, der Kurs fällt. Irgendwann dreht er zwangsläufig wieder und steigt wieder an. Jetzt sind Sie hier short, kurz steigt wieder an, Sie gehen hier irgendwo raus. Das ist jetzt wäre der erste Trade, aber auf den will ich gar nicht hinaus. Ich will auf den zweiten Trade hinaus. Und der zweite Trade, auf den ich eigentlich hinaus will, der beginnt erst hier. Nehmen wir in dem Szenario, ich gehe mal hier rüber, der Kurs bricht nach unten aus und fällt richtig schön stark innerhalb von ein paar Tagen. Das ist jetzt der Test, deshalb sehen Sie hier das Copyright, Bulkowski, der hat das statistisch ausgewertet, ne, an entsprechenden Formationen.
Sie haben einen starken Move nach unten, der dreht zwangsläufig irgendwann mal. Das ist jedenfalls die Regel so, ne? Der fällt jetzt nicht bis zum Nimmerleinstag. Irgendwann dreht der. Sie gehen vielleicht irgendwann hier wieder raus. Aber jetzt kommt es. Der Kurs steigt zurück in die Formation. Und die Formation hat die Breite hier. Solange der Kurs in der Formation dann aber wieder dreht und wieder nach unten fällt, dann haben Sie eine hervorragende zweite Chance, nochmal auf fallende Kurse zu setzen. Man konnte nämlich zeigen, dass in diesem Falle, wenn der Kurs hier dreht, Voraussetzung, er muss innerhalb der Formation wieder drehen. Wenn er hier oben dreht und hier oben ausbricht, vorbei. Ne? Setup ist vergessen. Aber solange der hier dreht, nutzen Sie die zweite Chance zum Short gehen. Spätestens hier am selben Ausbruchsniveau. Sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs dann tatsächlich hier auch weiter fällt und ist wichtig, auch tiefer fällt als die erste Umkehr hier. Ihnen ist klar, dass dieser Wert hier, dass das eine Unterstützung ist, eine massive, ja, wie ich sie eben definiert habe, sie erinnern sich an die Zone, die ich Ihnen gezeichnet habe, ja. Das ist eine Unterstützung. Der Kurs kann hier auch drehen, wieder nach oben abprallen. Sie sind aber hier schon short und machen den Gewinn eben nochmal. Im Worst Case mit Anführungsstrichen, im Best Case bricht der, also im besten Falle. Einer hat sich gerade über mein Englisch beschwert, sorry. Ja, das heißt man so, über mein Englisch. Das ist manchmal so drin, im Worst Case und Best Case oder sowas. Dann sagt man so mal automatisch mit, das ist irgendwie, hat sich das so eingebürgert. Also im besten Falle bricht der Kurs hier weiter drunter. Und Sie sind aber hier schon drin. Also, was soll's? Wunderbar. Glückwunsch. Ich greife jetzt mal was vorweg. Wir werden nächste Woche uns Kerzenformationen angucken und dann darauf kommen, was wäre denn, wenn wir dieses Setup hier hätten, also dieses Trading-Szenario, auf Deutsch zu sagen, Handelsszenario, und wir hätten hier eine schöne Kerzenumkehrformation. Das ist der perfekte Einstieg, wenn Sie nächste Woche sehen. Über die Kerzen einen genau definierten Stopp, nämlich hier oben hin, wird über die Kerzenformation hier ein Einstieg gegeben für die Fortgeschrittenen. Das könnte ja zum Beispiel ein Shooting Star sein hier. Wir hätten den Shooting Star, den Stop hier und hätten den Einstieg auf der Short-Seite hier. Perfekter geht's gar nicht. Also hochprofitabel im Hinterkopf behalten. Hier nochmal inverse Kopf-Schulter-Formation. Da habe ich die Folie, die hätte eigentlich weiter hinten kommen sollen, aber das ist jetzt egal. Inverse Kopf-Schulter-Formation zur Vervollständigung noch. Wir hatten die Kopf-Schulter-Formation oben, der Boden dasselbe. Ich hatte eben gesagt, bei einer Kopf-Schulter-Formation geht man short. Hier geht man long, also man setzt auf steigende Kurse. Hier. Stopp. Immer Stopp. Jede Formation, und deshalb handle ich gerne Formationen, gibt Ihnen über die Formation selbst einen Stopp. Der Stopp hier wäre zunächst mal hier. Sie gehen hier rein, spätestens hier wieder raus. Aller spätestens hier am Tief der Formation, obwohl das meistens zu tief ist. Meine Empfehlung wäre hier. Ja, hier. Stopp hier. Einstieg hier. Das ist Ihr Risiko. Das können Sie genau bestimmen. Sie werden eingestoppt und können eben dann mit dem Wert nach oben gehen. Es wurde vorhin gefragt, für Einsteiger zum Beispiel, hin und her macht Taschen leer. Dazu was ganz Wichtiges, eine hervorragende Bemerkung. Sie können im Handel nur überleben, wenn Sie tatsächlich die Chancen nutzen und die Risiken begrenzen. Mit anderen Worten, es soll Ihnen nicht passieren, dass Sie vielleicht mal zwei Fehlversuche hier haben. Das kann passieren. Es kann passieren, dass Sie zweimal hier vielleicht mit dem geringen Verlust ausgestoppt werden. Sie müssen die psychische Stabilität haben und wir werden darauf ausführlich kommen in der Webinarreihe. Auch beim dritten Mal denselben Trade nochmal zu machen, wenn sich dieses Setup wieder bietet. Sie können zweimal unglücklich erwischt werden. Ja, das passiert.
Deshalb, dieses Hin und Her macht Taschenleer gilt hier nur insofern, als Sie, wenn Sie ein Setup haben, also eine Handelsidee, so die ich Ihnen zum Beispiel vorgestellt habe, dass Sie die wirklich konsequent handeln. Denn, glauben Sie mir, das Blödeste, was Ihnen passieren kann, ist, Sie haben zwei Fehlversuche. Der dritte Versuch trauen Sie sich nicht mehr, aber der wäre es dann gewesen. Ja, also, hier ist es wirklich so, setzen Sie die Möglichkeiten, die Sie hier sehen, die wir Ihnen zeigen im Laufe des Jahres, auch konsequent um, selbst wenn der ein oder andere schief gehen sollte. Dafür gehen wir alle ausführlich auf Risikomanagement, Money Management ein und eben auf die Psychologie. Hier nochmal die Zahlen. Hier, das ist jetzt nur für die, die sich das anschauen wollen. Für die Statistiker unter Ihnen. Es wurde hier untersucht, ich sage das jetzt in einem Satz, das ist also wirklich jetzt für die Praktiker von Ihnen ohne Bedeutung, da wurden mal verschiedene Formationen untersucht und dann geguckt, wie rein optimal der Anstieg prozentual wäre, der Median des Anstiegs. 5% Fehlerquote bedeutet hier, nur 3 oder 4 oder 10% aller Ausbrüche haben dann weniger als 5% Performance gemacht. Das wäre ganz interessant. Das bedeutet, wenn die Formationen ausbrechen, egal welches ist, dann handeln Sie die, ich hatte es eben ausführlich erläutert, auch wenn es mal schief geht, im Mittel mit der Risikobegrenzung, sind Sie da positiv dabei. Hier, das hatte ich schon vorweggenommen. Nochmal ein Tipp. Wie gesagt, Sie können das alle nochmal runterladen und sich das in Ruhe nochmal anschauen. Deshalb habe ich auch ziemlich viel geschrieben, dass Sie das einfach nochmal in aller Ruhe dann sich nochmal auch am Bildschirm nachlesen können. Tipp nochmal. Nehmen wir an, Sie wollen entscheiden, bricht ein Kurs aus oder nicht. Sie haben hier so ein Dreieck, symmetrisches Dreieck, hatte ich Ihnen vorgestellt. Der Kurs pendelt hier so hin. Achten Sie mal drauf. Wir hatten gesagt, der kann nach oben oder unten ausbrechen. Da können Sie würfeln, wissen wir vorher nicht. Aber achten Sie mal drauf, wenn wir 4 Tage oder mehr mit tieferen Schlusskursen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs eben nach unten aus dem Ding ausbricht, sehr viel höher und, also ein Hinweis, dass er eher nach unten ausbricht und wir haben weniger Pullbacks. Das bedeutet, ich hatte eben gesagt, wenn Sie das nicht haben, in etwa 50% aller Fälle geht der Kurs runter, wieder hoch und fällt dann. Dann fällt die Zahl der Pullbacks nur auf 30%. So als Tipp mal, ne, wenn man sich überlegen will, habe ich hier 4 tiefere Schlusskurse? Das wäre das heute wegen mir. 1, 2, 3, 4, die letzten 4 Tage waren tief. Oh, dann erwarten Sie morgen, dass der Kurs hier durchbricht. Also gibt es so ein bisschen noch einen Hinweis darauf, wie man sich positionieren kann. Keine Garantie, aber ein Hinweis. Kurzer Hinweis für alle von Ihnen, die Optionsscheine handeln. So, die richtigen Trader. Dieses Setup hier ist äußerst interessant. Ich habe es Ihnen vorhin schon mal vorgestellt, so als Tipp. Wenn Sie jeden Ausbruch short handeln, würde ich den Strike-Preis am Geld platzieren. Und zwar eben, also die Option am Geld und den Strike-Preis in Höhe hier dieser Unterstützung, gleich hier so knapp drunter. Das ist immer so die besten. Übertreiben Sie es nicht, ist so mein Tipp. Ich weiß, es gibt richtige Hardcore-Trader unter Ihnen. Manchmal mache ich das auch. Die wollen da so 10-Bagger rausholen. Also ich habe jetzt wieder, Entschuldigung, denke ich, ein Verzehnfacher rausholen, die dann den Strike-Preis hier unten hinsetzen. Hochriskant. Übertreiben Sie es nicht, so als Tipp. Es ist immer gut, wenn Sie Optionsscheine oder Optionen handeln, dass Sie eben den Strike-Preis, Basispreis auf Deutsch, hier unterhalb des Ausbruchsniveaus setzen. Dann läuft die Option direkt ins Geld. Das war nur eine Bemerkung für die, die sich mit Optionen beschäftigen. Die anderen, weil ja sehr viele Trader unter Ihnen da sind, die verschiedene Instrumente handeln, die anderen hören einfach dann weg. Hier nochmal die Setups, die ich Ihnen eben erklärt habe. Einfach nur zum Nachlesen. Das ist jetzt nichts mehr Neues drin, einfach nur nochmal zum Nachlesen. Umgekehrt, Sie haben es ja gesehen, ich hatte Ihnen eben das Setup nach unten gezeigt. Ja, also den Handelsansatz runter, hoch. Dasselbe kann natürlich auch nach oben passieren. Auch hier extrem profitabel. Bin Fan von diesem Ansatz. Ausbruch,
Sie können hier schon long sein oder nicht, das ist jetzt gar nicht das Thema, das hat man diskutiert. Die zweite Chance, auf die will ich hinaus. Ja. Ausbruch, Umkehr innerhalb der Formation, erneuter Anstieg, erneuter Ausbruch, handeln Sie hier nochmal. Egal, ob Sie hier drin waren oder nicht, ob Sie Gewinn oder Verlust gemacht haben, hier ist Ihre zweite Chance, nutzen Sie die. Das wollte ich eigentlich damit nochmal nachdrücklich Ihnen vor Augen führen. Ich halte das für ein sehr schönes Setup, sehr schönen Handelsansatz. Der Stopp liegt immer hier, spätestens hier unten. Ja. Denn wenn der Kurs hier ausbricht und er fällt zurück und bildet hier ein neues Tief, dann wird ja quasi dieses Ausbruchsszenario wieder zerschossen, sozusagen nichtig, und dann wird hier eine neue Abwärtsbewegung in der Regel eingeleitet. Dann sollten Sie spätestens die Long-Position schließen oder könnten sich entscheiden, hier dann auf fallende Kurse zu setzen. Auf jeden Fall die Long-Position hier schließen. Hier spricht jemand Costolani an, ja, so sehe ich das auch. Wir warten und schlafen. Ja. Das Problem, das wir alle haben, wie gesagt, als Berufstätige ist, warten und schlafen funktioniert nicht mehr. Da hätten wir in den letzten 13 Jahren Verluste gemacht. Sagen wir, jetzt in den letzten Wochen sind wir neue Hochs gemacht. Also wegen mir, lass mich mehr reden, gerade so einen kleinen Gewinn gemacht, ne, vom Jahr 2000 bis 2013, haben wir jetzt gerade so zaghafte neue Hochs gemacht, aber wir hätten nicht viel verdient. Das heißt, was wir ja versuchen, ist eben zu zeigen, wie kann man als Nicht-Intraday-Trader eben neben seinem Beruf sein Geld sinnvoll anlegen, ohne dass man ganz blind hin und her zockt. Darum geht es ja nicht. Ich hoffe, ich habe das rüberbringen können, dass es mir nicht darum geht, Sie dazu zu verleiten, dass Sie jetzt wirklich hier nur noch mit überpowertem Hebel oder ganz blind hin und her treten. Nein, das soll strukturiert sein. Es soll risikoorientiert sein. Aber Sie sollen die Chancen erkennen und nutzen. Hier wird noch eine ganz gute Frage. Ich sehe da immer mal so links mit einem Auge. Wie kann ich mit Aktien short gehen? Nun, mit Aktien können Sie ganz einfach short gehen, indem Sie entsprechende Instrumente wie einen Put-Optionsschein verwenden. Sie können also, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Daimler shorten wollten, könnten Sie einen Put-Optionsschein auf die Daimler kaufen oder ein Hebelzertifikat auf die Daimler kaufen zum Beispiel. Ja. Kriegen Sie auf der NITO-Webseite alles im Angebot. Sie können also sich Hebel aussuchen, verschiedene. Sie haben Optionsscheine mit verschiedenen Hebeln. Hier sagt man Omega für die, die das handeln. So, dass es also genug Instrumente gibt, die Sie sich aussuchen können, um auf fallende Kurse zu setzen. Hier nochmal ganz kurz. Schauen Sie sich das mal an. Sie erinnern sich an den Tipp, den ich eben gegeben habe, im Ausbruch nach unten, vice versa. Schauen Sie mal, Sie haben irgendeine Formation mit vier aufeinanderfolgenden höheren Schlusskursen. Das Rot ist immer der Schlusskurs, ne? Das ist der Hoch, Tief, Öffnung und Schluss, Rot ist Schluss. Vier höhere Schlusskurse erwarten Sie dann eher einen Ausbruch nach oben als nach unten. Finde ich immer ganz nett, hilft mir ganz gut. Gucke ich mir an, wenn ich das dann sehe, dann mit anderen Instrumenten noch dazu, kann ich mich zum Beispiel entscheiden, mich hier einstoppen zu lassen oder bewusst mich entscheiden, auf den Schlusskurs des Ausbruchstages zu warten. Und dann, wie gesagt, dann rate ich Ihnen wirklich, das ist ein konkreter Tipp jetzt, egal was Sie tun. Ich würde dann Ihnen raten, ich wiederhole das jetzt, wenn das heute der Schlusskurs wäre und gleichzeitig der Hoch, der Einfachheit halber, ne? Und der Kurs fängt morgen hier irgendwo an, das kommt sehr häufig vor, das geht ja nicht gleich morgen hier weiter. Hier fängt der Kurs morgen an. Ich möchte immer sehen, wenn ich einsteige, dass hier dieses Hoch überboten wird dann am morgigen Tag. Ich wiederhole das jetzt bewusst, ich hatte es bereits gesagt. Damit filter ich ein paar Ausbrüche. Wenn ich gleich on open long gehe, also morgen zur Öffnung gleich long gehe, kann es passieren, der Kurs macht hier auf und sagt mir gerade weg, ich bin auf einen Fehlausbruch reingefallen. Ein bisschen kann ich das filtern, wenn ich warte, bis wirklich neue Käufer in den Markt kommen, den Markt weiter nach oben schieben und eben auch Käufer dann noch einsteigen, wenn das Hoch des heutigen Tages morgen überboten wird. Keine Garantie, aber so ein bisschen Filter. Zum Abschluss noch eine Trading-Taktik. Finde ich auch sehr gut. Nennt sich Partial Rise oder Partial Decline, also partieller Anstieg. Was will ich damit sagen? Auch hier gilt,
Ich habe klassische Formationen und versuche, die zu handeln. Thema: Wie kann ich die Formationen handeln, bevor sie ausgebrochen sind? Wenn hier zum Beispiel dieses Dreirechteck, ne, nach oben ausbricht, hier oder nach unten ausbricht, klar, sehen Sie es? Sie positionieren sich. Folgender Trick. Achten Sie mal drauf, wenn Sie wie hier bei diesem, das nennt man ein aufweitendes Dreieck, ich hatte gesagt, es gibt sehr viele Formationen, das wäre ein aufweitendes Dreieck, ein umgekehrtes. Der Kurs hier sollte eigentlich hier oben anstoßen. Was sehen Sie? Das wird so gebildet. Ne? Wenn das jetzt vollständig ausgebildet wird, ich möchte da mindestens 3 Treffer sehen. 1, 2, 3, das muss hier nochmal drankommen. Hier haben wir sehr viel mehr. Aber hier wäre es ausgebildet, hier noch nicht. Achten Sie drauf, 2 Punkte können Sie immer mit einer Linie verbinden. Wenn der jetzt zufällig hier liegt, könnten Sie hier einen Strich zeichnen, also völlig sinnfrei. Erst der dritte Treffer, sage ich mal, definiert diese Linie. Ne? Der macht sie sinnvoll. Ansonsten würde hier ein kurzer Pip nach oben, würde hier eine Linie erzeugen. Völlig sinnfrei. Aber dieser Treffer macht diese Linie gültig. So, jetzt erwarten Sie nach dem Abprall hier, dass der Kurs hier steigt. Tut er nicht. Grobe Regel, wenn der Kurs so auf der Hälfte des Weges abbricht, ist das ein sehr starkes Zeichen, dass der Kurs es eben nicht schaffen wird, hier anzustoßen, vice versa, und das konnte man zeigen, eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Kurs dann nach unten ausbricht und eben nicht nach oben. Dass der Kurs hier nach unten ausbricht und eben nicht nach oben. Was sagt Ihnen das jetzt? Ich komme jetzt genau zu dem Thema, was ich letztes Mal schon angesprochen habe. Nehmen wir an, Sie würden hier eine Umkehrformation sehen, die Ihnen sagen würde, hier habe ich statistisch nachweisbar eine gute Einstiegsmöglichkeit, um auf fallende Kurse zu setzen. Sie wissen, dass in diesem Gesamtsetup hier die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs nach unten dann ausbricht, extrem hoch ist. Ausbruch wäre hier. Was wollen Sie mehr? Sie platzieren sich hier short, setzen hier Ihren Stopp, sind hier in dem schmalen Bereich risikogesichert und können die Position laufen lassen. So ist man hochprofitablen Trade. Das heißt nicht, dass er jedes Mal gut geht, aber diesen kleinen Verlust können Sie verkraften, der kann auch zweimal kommen. Aber wenn es dann mal richtig für Sie läuft, dann haben Sie den locker wieder rausgeholt. Und wenn Sie jetzt hier eine schöne Kerzenformation hätten, wie ich Ihnen nächste Woche vorstellen werde, dann hätten wir jetzt perfekt getroffen die Kombination von Kerzenformationen, die, wie gesagt, das sind jetzt keine, das sind nur Striche, symbolisch Striche mehr oder weniger, oder Barcharts und Barchart wegen mir, mehr oder weniger symbolisch. Aber die Kombination mit den Kerzen in Verbindung mit diesen Informationen, das ergibt einen hochprofitablen Trade. Ja, wir sind noch nicht ganz am Ende. Das war so ein paar Ansätze, die ich Ihnen vorstellen wollte. Ich weiß, für einige war es vielleicht zu schnell. Einige kennen das alles schon. Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit mit vielen 100 Leuten in einem Webinar. Aber ich möchte Ihnen noch mal ganz kurz ein paar Tipps geben. Sie kennen vielleicht den Murphy, das ist so das klassische Buch der technischen Analyse. Was sehr schön ist, ist der neueres Buch, Erdal Zähne, professioneller Börsenhandel, der beschreibt so die Markttechnik. Finde ich sehr interessant, weil er mit einfachen, weil er zeigt, wie eben Trends aufgebaut sind. Er macht mehr oder weniger das nochmal transparent, was ich Ihnen eben erklärt habe. Wie kommt es zu Ausbrüchen? Wie positionieren sich die Händler bei solchen Ausbrüchen? Warum macht es Sinn, wie ich vorhin gezeigt habe, zum Beispiel tatsächlich den Stopp hier hinzusetzen? Ja, nicht nur, weil ich das sage, sondern es wird in dem Buch auch sehr schön beschrieben, warum das Sinn macht. Bulkowski, das ist der, den ich in die Statistiken vorgestellt habe, hat auch eine schöne Webseite. Habe ich nochmal einen rausgesucht, der heißt, ist ein etwas älteres Buch, der ist 2008 im Finanzbuchverlag übersetzt worden, ist aber in Englisch früher erschienen, vom Farley, der Weg zum Profi-Swingträger. Der hat doch so ein paar andere Setups da geschrieben. Ich fand das Buch sehr hilfreich. Das für Sie, falls Sie sich mal näher jetzt gerade mit dem Thema klassische Chartformationen, Trendhandel, und darum geht es ja, wir wollen und Trends und Impulse handeln, beschäftigen möchten. Kurzer Vorgriff und dann gucken wir uns mal die Märkte an.
Nächste Woche, ich hatte es mal angedeutet, nächste Woche werden wir auch darauf aufbauen und ich werde Ihnen Kerzenstrategien vorstellen. Hocheffiziente Kerzenstrategien, die ich dann verbinden werde mit den klassischen Formationen. Also für die Fortgeschrittenen, was gibt es denn Schöneres, als wenn ein Shootingstar zum Beispiel kurz über den Widerstand hinausgeht, na, ist hoch, runterfällt und Sie shorten den Shootingstar an einem Widerstand. Wunderbar. Ein hochprofitabler Trade muss kein Shootingstar, kann Eveningstar sein, ist völlig egal. Diese Formationen werden wir kennenlernen. Wir werden die besten kennenlernen von über 100, die es gibt. Ich werde Ihnen genau sagen, wo Sie rein rausgehen können. Also genau, wo ist der Entry, wo soll Ihr Stopp sein. Und dass Sie das eben entsprechend verbinden können. Ich gehe gleich nochmal live in die Charts. Ich gucke ganz schnell nochmal. Pullback, Throwback, ja, das sind nur englische Begriffe, ne? Ist einfach Ausbruch nach oben, fällt runter und dann Ausbruch nach unten, steigt wieder hoch. Also die habe ich jetzt mal übernommen, ne? Wird gerade gefragt, wo ist der Unterschied? Ja, das ist egal, das ist nur ein Ausbruch, ne? Throwback hoch, runter oder runter hoch. Müssen Sie nicht merken. Es geht nur darum, Ausbruch, ne? Oder hier hat es gezeigt, ne? Ausbruch oder nach unten, runter, hoch oder hoch, runter. Englische Begriffe das ist wirklich nebensächlich. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was hat denn der DAX gemacht? Wer weiß denn, wie es weitergeht? Nein, das wissen Sie so nicht. Das wollte ich Ihnen zeigen. So, fangen wir doch mal an. Das ist der DAX im Monatschart. Hier ist 2004. Wir haben es eben diskutiert. Ja. 2007. Bis heute, naja, hätten wir so ein bisschen Gewinn gemacht, aber ja, wenn überhaupt, also minimal. Was will ich Ihnen hier zeigen? Wie gehe ich an so eine Sache ran? Auch da kamen jetzt einige Fragen zu, welche Zeitebene betrachte ich? Diese Fragen beantworte ich jetzt en bloc. Also, ich fange gerne an, dass ich mir wirklich die wichtigsten Zonen erstmal markiere. Dazu gucke ich in die Vergangenheit. Wo war der Kurs heute? Hier zum letzten Mal. Ich gehe zurück und finde hier so den Bereich. Ich werde nichts anderes mehr finden, weil wir jetzt in All-Time-High sind. Ja? Also hier diesen Bereich. Den zeichne ich mir ein. Ich klicke hier in emitteo.de und gucke mir jetzt diese Zone mal an. Okay, erstmal ganz grob im Monatschart. Ich will den Überblick sehen. Ich hatte Ihnen eben gesagt, wie ich das mache. Hier der Bereich. Und Sie sehen jetzt hier, ich kann es nochmal ausführlicher dann machen. Sehen Sie, was ich meine? Hier kann man jetzt im Monatschart eine zweite Linie ziehen. Und was will ich damit sehen? Ohne jetzt auf den DAX-Punkt genau zu schauen. Ich möchte jetzt sehen, wo war dieser Umkehrbereich? Hoch, runter. Hier rein, runter geprügelt. Okay? Also dieser Widerstandsbereich, der ja hier auch zunächst mal gehalten hat, bevor dann eben, wie gesagt, Monatschart bedeutet jetzt, eine dieser weißen sogenannten Kerzen stellt einen Monat dar. Ja? So. Gucken wir uns das nochmal an. Dieser Monat, der hat es gebracht, der hat den Ausbruch über diese markante Widerstandszone gebracht. Jetzt schauen wir uns diese mal an. Wenn Sie sagen, was war denn mit der? Genauso. Auch hier war, der Kurs kam von unten, Sie haben es gesehen, eben hier der Abprall an diesem Bereich. So, was passiert jetzt? Der Kurs bricht drüber. Wie gesagt, wir gehen gleich mal ins Detail, das sind Monate. Das sieht jetzt hier so aus, als ob das so ein Fitzelchen wäre. Das hat einen Monat gedauert. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Monate verbracht an dieser Zone und sind nicht entscheidend nach oben gekommen. Ja? 1, 2, 3, 4, 5 Monatskerzen, die hier an diesem Bereich quasi geklebt haben, ohne nennenswert explodieren zu können, bis es dann jetzt doch gelungen ist. Sie sehen also, diese Zonen hier haben ihre Bewandtnis. Hier, die werden beachtet, insbesondere diese All-Time-High-Zone, die wir jetzt gesehen haben, achten Sie auch drauf. Was wir mal tun können ist, vielleicht gehen wir mal eine Woche. Sehen Sie, jetzt macht der Chart, hier unten sind die Volumenbalken übrigens, eine dieser Balken, rot und grün, zeigt eben jetzt das Volumen dieser Woche an.
Und hier sehen Sie sehr schön, was passiert ist. Also, wir haben uns jetzt im übergeordneten Chartbild die groben Unterstützung Widerstände hier markiert und gehen jetzt ein bisschen mehr ins Detail und gucken uns den Verlauf der Wochen an. Hier sehen Sie diese typische Swing-Bewegung, immer diese Korrekturen, ja, die Drehbewegungen hier unten und das Verhalten hier an dieser Widerstandszone. Und die gucken wir uns jetzt mal genau an. Und da zeige ich Ihnen mal im Detail, wie ich die zeichnen würde, nämlich so. Und jetzt sehen Sie mich besser, was passiert. Sehen Sie das? Hier, das Hoch ist gehandelt worden. Abprall, runter, hoch, gehandelt. Und hier genau wieder rein. So, und jetzt zeige ich Ihnen mal was. Ich weiß nicht, wer ist denn schon fortgeschritten von Ihnen? Was ist das für eine Kerze hier? Sehen Sie, was ich meine, hier, wo das Ding jetzt drauf ist? Der ist, der es reinpustet. Die hier, ja, wäre ein super Short gewesen. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ne? Hoch und wieder runter. Die Kerze hat Namen, komme ich nichts drauf. Das war jetzt nur am Rande. Aber was Sie hier so sehen, sehen Sie das? Das kommt ja nicht von ungefähr. Achten Sie darauf, so banal das auch klingt. Diese Marktstrukturzonen sind extrem effizient. Ich darf hier nochmal auf das Buch von Erlei Zähne verweisen, der das auch sehr schön erklärt, wie das zustande kommt. Genau, oh, hier wird jede Menge gepostet. Shooting Star wäre richtig gewesen. Hier sagt noch einer Evening Star. Ja, auch die drei zusammengenommen. Allerdings, dann würde ich hier lieber noch bei den Dreier Evening Star hier noch einen längeren Aufwärtstrend sehen, aber mit ein bisschen guten Willen, ja. Also Sie sehen, dieser Shooting Star hier, der sehr schöne, hätte konkrete Handelsempfehlungen gegeben. So, jetzt gucken wir uns das nochmal näher an. Das sind immer noch Wochen. Das ist jetzt so für uns interessant. Wir sind ja, wenn wir im Tageschart arbeiten, eben unser übergeordneter Zeitraum ist die Woche. Wo sind wir? Wir kämpfen eben entsprechend hier, wenn das der Ausbruch. Oh oh. Wem kommt das bekannt vor hier? Was habe ich die ganze Zeit gezeigt? Ausbruch und, ja, hier, Throwback. Also raus, runter. Und das ist die Gefahr, die ich im Moment sehe. Ja, dass wir den Ausbruch geschafft haben über die Zone hier, aber eben hochgegangen sind und jetzt erstmal wieder auf das Niveau zurückkommen. Und deshalb ist dieses Niveau tatsächlich entscheidend. Nicht, weil hier irgendwo eine 8000 steht, weil ich Ihnen eben gezeigt habe, dass dieses Ausbruchsniveau tatsächlich eine charttechnische Bedeutung hat. Wir könnten hier zurückfallen. Wir könnten im schlimmsten Falle, in Anführungsstrichen schlimm, auch hier zurückfallen. Allerdings kann ich nur jedem raten, sollten wir tatsächlich in die 7500er Zone zurückfallen, das sehen Sie jetzt auch, was ich meine, und dann drunter, hier drunter fallen. Allerhöchste Achtung. Jetzt können Sie sagen, sehen Sie an mein Beispiel, ja, was ich ganz am Anfang gebracht habe, mit dem Fehlausbruch nach unten. Jetzt können Sie sagen, na, ich vertraue doch darauf, dass hier der Kurs wieder dreht. Hat er doch hier auch gemacht. Können Sie tun, würde ich nicht tun. Ja. Denn, also ich bin mir relativ sicher, wenn der hier drunter geht, dann werden wir einen richtigen Move nach unten sehen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber eins noch als Tipp. Wenn wir sehen, dass wir hier so einen Rücksetzer haben, in die 7,5. Da ist noch keine Panik angesagt. Können die sagen, das sind ja 1000 DAX-Punkte. Ja, das sind es. Allerdings sind wir auch emporgeschossen wie mit einer Rakete. Ja, und wenn eine Rakete emporschießt, dann fällt der Kurs so oft wie eine Rakete ohne Treibstoff zurück. Hier wird es kritisch. Achten Sie hier drauf. Wenn wir aber hier abprallen nach oben, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit, hier nochmal einzusteigen. Stopp hier zu setzen. Denn das ist also ganz aktuell am Chart, das, was ich Ihnen eben im Webinar gezeigt habe, können Sie aktuell hier umsetzen. Das wäre die kritische Unterstützung. Das könnte ein Rücksetzer werden. Ich weiß es nicht. Vielleicht wissen Sie es besser. Ich traue mich da nicht festzulegen. Moment. Aber wenn es passiert, warten Sie. Wann gehen Sie long? Trendfolgend dann, wenn hier neue Hochs gebildet werden. Okay. Bedeutet also, wenn dieses Hoch, das wir hier gesehen haben, überschritten wird, wenn also hier Kaufdruck herrscht und kein Verkaufdruck, wenn also die, die hier verkauft haben, die Positionen abgegeben haben, kein Material mehr haben oder die Stimmung gewechselt haben und mutige hier weiter einsteigen und weitere Nachfolgekäufe stattfinden, dann könnten Sie hier auch am neuen All-Time-High, wann das dann Trend folgend long gehen. Trend folgend aufsteigende Kurse setzen.
So, ja, wir sind am Ende der Zeit. Man hat mir eingebläut, ja, nicht zu lange zu überziehen. Ich denke oder hoffe, ich habe Ihnen so ein bisschen was zeigen können, wie man auch als Berufstätiger ohne den ganzen Tag vom Rechner zu sitzen, Setups profitabel umsetzt. Sie können sich das alles nochmal downloaden, das nochmal anschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Da werden wir das Thema fortsetzen. Wir werden diese Kerzen analysieren, uns den DAX nochmal anschauen und in Verbindung mit den Klassinformationen das Ganze betrachten. Ja, und von meiner Seite darf ich mich herzlich von Ihnen verabschieden. Und Stefano Angioni möchte noch kurz etwas sagen. Deshalb gebe ich kurz zurück an Herrn Angioni. Ja, ich darf auch nochmal Danke sagen. Danke für in der Spitze 570 Teilnehmern heute Abend. Das ist wirklich sensationell. Vielen, vielen Dank an Sie alle. Wir freuen uns auf nächste Woche. Wie gesagt, bekommen jetzt nochmal paar Fragen wegen einem Download-Link. Da waren ein paar am Anfang nicht da scheinbar. Also wir schicken Ende dieser Woche einen Aufzeichnungslink per E-Mail zu an alle. Dort können Sie dann über diesen Link die Aufzeichnung heute Abend sich nochmal ganz in Ruhe ansehen, wie auch bei den nächsten Webinaren. Wir nehmen das natürlich alles auf, können sich im Nachhinein anschauen über den Link, wie gesagt, wenn Sie mal nicht können, daher also überhaupt kein Problem, einfach Link abwarten, der einfach ein paar Tage später kommt, draufklicken, sich nochmal anschauen. Aber natürlich, das Ganze lebt natürlich von Interaktion, von Fragen, die zwischendrin gestellt werden können. Und insofern ist es mit Sicherheit interessanter, wenn man direkt, wenn man kann, an den Webinaren abends von 19 bis 20 Uhr jeden Montag dran teilnimmt. Gut, also, wie gesagt, schönen Abend, bis nächste Woche. Vielen Dank.